Und mit diesem Trinkgeräusch begrüßen wir euch wieder. Wie, du hast aufgenommen? Wie? Stopp, warte, nein, hast du nicht, oder? Nein. Lass mich gucken, nee, habe ich nicht. Lass mich gucken. Lalala, lululu. Laura. Hm? Wir wollten jetzt auf jeden Fall weiterspielen. Das war gerade ganz, ganz mies. Er hat mich als mies bezeichnet. Nein, deine Aktion. Das war eine ganz, ganz große, riesen, doofe Aktion gerade. Du darfst weiterspielen. Es müssen immer beide Bescheid wissen, wenn du anfängst aufzunehmen. Oh, das wusste ich nicht. Außerdem ist Trinken nicht verboten. Toll. Ach nee. Gasmaske. Gasmaske, so. Steht da übrigens. Oh, wir haben die Tür, glaube ich, gerade noch so zugekriegt, oder? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Speichern. Wir hätten auch den anderen Weg gehen können. Können wir mal auf unsere Karte vielleicht gucken hier? Die ist unglaublich hilfreich. Ja, die ist. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Die ist mehr als hilfreich hier. Oh, da gibt es ja auch. Ein roter Raum. Das sieht gar nicht so schlecht aus hier. Das sieht echt gar nicht. Das sieht ganz schlecht aus hier. Hast du das Sabbern gehört? Nur kurz. Warte, das sieht doch. Oh. Mach doch kein Speichern. Ich glaube, der kam da aus dem Fenster durch. Ich schwitze. Ich bin schon wieder hier am... Willst du dich erstmal abkühlen? Nein. Willst du noch einen Schluck trinken? Nein. Ich glaube immer noch nicht, dass du das aufgenommen hast. Habe ich gar nicht. Das ist von alleine. Also das ist am geschwebt und so. Der steht hinter dir, oder? Hallo, Freund! Er ist weg! Er ist einfach weg! Das finde ich immer so klasse, er ist einfach weg, weißt du? Ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit zu gehen! Ich würde jetzt... Speicher mal. Hörst du die Geräusche? Ist dir aufgefallen, dass es ganz schön dunkel geworden ist? Ich habe Angst, dass da gleich was passiert. Ich kann nichts machen! Oh nee, der sagt, dieser blöde Sack hier. Ey, was ist denn das, du? Wie heißt der nochmal, dieser blöde Typ, der Penner? Ich habe keine Ahnung, hat der einen Namen? Ich würde es Essen nennen. Fast so aus wie von Minecraft, dieser komische Typ. Was ist das denn jetzt? Nee, das sehe ich nicht ein. Nee, wir gehen jetzt hier weiter bis... Eine Sackgasse. Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann steht bestimmt wer hinter uns. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber ich glaube, wir... Nein, da kann man... Guck mal kurz rechts. Links, genau. Da kann man durch, das ist... Wie? Das ist eine Fake-Wand gewesen. Toll. Was soll diese Assi-Aktion denn? Da war vorne eine Mauer dran. Oh Mann, nee. Nee! Nee! Ach nee. Offenbar doch nicht. Dam, 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 dam. Ein Riesenflugzeug. Ich gehe hier weiter. Da kannst du jetzt nicht reingehen. Ja, wo muss ich denn lang? Das erinnert mich wie bei, wenn jemand das Spiel war das eine Zelda? Ocarina of Time? Bei diesem Kokiri-Wald? Zum Beispiel, da gab es doch auch diese ganzen, wenn man falsch gegangen ist, dann war man aber wieder am Anfang. Ist das hier auch so? Jetzt ist da eine Mauer vor, oder? Ja, das heißt was? Hast du jetzt irgendein Muster erkannt? Ja, immer wo du reingegangen bist, ist danach eine Mauer vor. Oh nee. Das ist ein super Muster. Das hilft unglaublich weiter. Es ist ja schon wieder so schräg. War das ein gutes Zeichen immer oder war das kein gutes Zeichen? Geh nochmal nach hinten, warte. Oh, jetzt habe ich... Toll. Was denn? Jetzt weiß ich nicht, von wo du gekommen bist. Da irgendwo. Jetzt ist es egal. Hier ist Blut. Da war ich lang gegangen. Toll, bin wieder am Ausgang. Also am Eingang, also am... Du weißt. Ja. Am Auseingang. Oh nee, sag nicht, wir sind zurück. Wo sind wir? Am Anfang. Oh nee! Will er mich eigentlich hier... Was? Oh nee, nur nicht wieder am Anfang hier. Speicher mal. Schon wieder? Aber dann sind wir wieder ganz am Anfang hier.
speichere doch mal. Hier schießt wer. Ich will dahin, wo geschossen wird. Wir gehen jetzt mal hier lang. Speicher mal. Ich kann nicht alles 2 Sekunden. Also kann ich, aber. Dann müsstest du dann. Ey, wenn's jetzt hier eilig werden würde, dann würde ich die Tür nicht aufkriegen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Contain Protect. Hä? Waren wir hier nicht? Ja, ich war hier schon mal. Nee, ich meine in diesem Spiel auch? Ja, bestimmt. Das ist auch wieder so ein Navi, brauchen wir nicht. Aber da ist wieder so ein Zettel. Brauchen wir auch nicht. Aber vielleicht steht da was Wichtiges drauf. Ja, bestimmt. Ach nein, sag nicht, das ist hier. Level 1, die haben wir schon. Ich bin gerade ein bisschen. Oder kannst du mal draufklicken? Kann ich nicht, habe ich gerade schon probiert. Doppelklick. Da kann ich es irgendwo einführen. Ich wette, diesen Überwachungsraum, wo ich eben war, da hätten wir. Speicher mal. Langsam kommen wir an Punkt Level 1. Ich weiß nicht, ob da noch. Ob es da irgendwas gibt, was noch schlimmer ist als Viecher, als dieser Teddybär. Teddybär ist süß. Der Teddybär ist ein riesengroßes Arschloch, muss man jetzt mal einfach so sagen. Entschuldigung, Teddybär. Jetzt beleidige den Teddybär. Ist einfach nur ein riesengroßes. Du bist richtig gemein. Nein, ich bin nicht gemein. Ich bin einfach nur Realist. Der Teddybär kann nichts. Kannst du da die Karte einführen? Ich probier's gerade mal. Nichts dafür. Nee. Wir können da oben. Achso, wir könnten da oben diesen Zettel nicht runternehmen. Werf kurz die Augentropfen weg oder so. SCP fürs Kindertöte. Wer das nicht ganz durchlesen möchte, der kann ja Pause drücken. Ja, weil das bestimmt super spannend ist. Für manche vielleicht schon. Ja, das kann natürlich sein. Also, aber für uns jetzt hier im Moment. Davon abgesehen verstehen wir sowieso nicht so viel von dem, was da steht. Doch. Ja? Bloß heute Abend jetzt irgendwie nicht. Ja, müssen wir. Sag nicht, wir müssen da wirklich rein in den Raum, kannst oder? Kannst du mal da in den Raum reingehen? Ja. Das ist bestimmt nicht das Ziel. Ich würde mal sagen, es ist bestimmt. Ein ganz, ganz, ganz. Sie ist. Ist ich habe das Gefühl, dass dann die es Tür sieht hinter dir so. Es sieht so nach Falle aus. Es sieht so. Es gibt keines. Es gibt nichts, was irgendwie noch eindeutiger Falle ist. Weil hier überall Fenster drin sind. Das ist es ja auch. Ich glaube, du musst den Teddy angucken. Ich würde sagen, finde den Teddy. Laura, wenn ich jetzt hier reingehe und ich sterben sollte. Kann ich das. Was ist das? Ein Punkt. Hier ist doch keine Falle drin, oder? Ich hab Angst, wenn ich mich. Hast du es gehört? Da haben die den Arm wohl getestet. Ja, was denn? Auf Krankheiten? Was will man denn an so einem Typen rumtesten? Der Arm tut mir voll leid. Hörst du diese Kummel? Ja, vielleicht hat er ja Hunger. Ja, auf uns. Kann nichts dafür. Speicher doch mal. Level 2! Level 2! Woran siehst du denn du, welches Level wir sind? Da stand da drauf. Nee, warte, ich denke mal, wir haben die erste Karte, Level 1 Karte noch nicht gebraucht. Es geht von Level 1-0. Ja, aber, ich hab echt keine Ahnung. Wo man die Karte hätte einsetzen können. Vielleicht in so einem Raum. Warte mal, wir gehen jetzt da wieder lang. In diesem Raum hier, wo diese Computer standen, wo unser Bär uns aufgelaut hat. Der Bär, das ist der. Kennst du diese Internetbilder mit den Pedobären? Nein. Es gibt Bilder, da ist so ein Pedobär drauf. Und ich finde, der sieht genauso aus wie ein Pedobär. Wie der Pedobär, der Typ. Er kann nichts dafür. Doch, er kann was dafür. Nein. Er ist ein Pedobär und er kann. Du bist voll gemein zu ihm. Ich bin nicht gemein. Ich bin nur Realist. Ich bin hart, aber ich bin fair. Nein. Doch. Gefühl, hier waren wir vor 2 Sekunden. Ja, hier waren wir ja auch schon. Und gleich kommen wir wieder zu dem Raum, der uns die Jungfräulichkeit gekostet hat, wollte ich gerade sagen. Der uns hier. Ich weiß zwar nicht, was du in dem Raum gemacht hast, aber wir haben offenbar nicht dasselbe gemacht. Hey, Bro! Pedobär. Er sah nur aber nur so ähnlich aus. Der Pedobär ist nämlich noch ein bisschen bräunlicher. So. Du hast mal vielleicht versuchen so können.
Nee, das. Nee, komm, komm, du. Nee, das machen wir aber hier nicht. Das fangen wir gar nicht erst an, dass du hier die Tür aufmachst, weißt du? Das ist doch voll süß. Das fangen wir aber nicht erst an. Das ist schnucklig. Du fängst. Nein, wir machen jetzt. Das. Nee, das sehe ich nicht ein. Nee, komm. Ja, nee, nix da. Der ist so schnucklig. Ist nicht schnucklig. Oh, ich liebe den kleinen Bären. Oh, können wir den mit nach Hause nehmen? Damit er. Das ist dann ganz schnell sein Zuhause, weil wir da nicht mehr leben. Wenn ich jetzt wieder gucke. Ist er da noch da? Ich guck gleich mal nach dem nächsten Blinkern, wollte ich gerade sagen. Nach dem nächsten Zwinkern. Kannst du auch automatisch machen. Aber da habe ich mal Angst, dass da. Nee, komm, Junge, nee. Nee. Ja, guck mich. Ich mach mich nicht mehr lustig. Ja, wie sollen wir den jetzt da schon wieder. Warte. Ja, ich habe keine Ahnung. Müssen wir jetzt wieder weiter weggehen? Er macht bestimmt die Tür gleich wieder auf, dieser Penner. Blöde Bär. Ja, lass die Tür mal auf und geh mal in die eine Falle da rein. Meinst du? Nö. Toll. Aber, ach wohl, dann sieht er dich ja. Oh, aua. Gott. Bin ich erschrocken, ey. Jetzt hat er dir wehgetan. Wo haben wir den gespeichert? Davor, ne? Ja. Oh Mann, ey. Das ist doch... Oh Gott. Guck ihn dir genau an. Ich glaube, ich mache bald einen Screenshot. Wo sieht der denn süß aus? Was hat er da oben? Ist das eine Nase? Ist das ein Loch da? Das ist aber... Man hat ihn wehgetan. Ja, deswegen muss er uns wehtun. Außerdem... Stell dir mal vor, der steht nachts vor deinem Bett, ey. Oh, süß. Also ich finde, bis die Augen und der Mund, der sieht noch freundlich aus, aber diese beiden grünen Punkte. Geh doch mal nach hinten durch jetzt wieder. Ja, ne? Da kommen wir auch immer nicht rein. Ja, da müssen wir aber durch. Ich glaube, wenn... Ich mich beeilst, macht er genau dasselbe jetzt. Jetzt renn durch. Macht nämlich, glaube ich, gleich die nächste Tür auf hinter dir. Hörst du das? Ich höre das Flugzeug draußen. Ja, ich auch. Das ist ein Kampfjet auf jeden Fall. Mhm. Renn. Geh in die Falle. Aber wir kriegen doch gar nicht. Wir kriegen die Tür doch gar nicht zu. Du kannst auch in die Falle gehen. Ja, wie? Ich? Ja. Ja, und dann? Auf ihn warten. Ja, und dann? Was soll dann passieren? Weiß dann geht nicht. Er hier durch die Tür durch. Ja, vielleicht bringt er dich um. Was? Oh, das war nur ein Witz. Das war nicht so gemein. Geh ich wieder zurück. Dann langsam muss er da weg sein. Oder können wir die Level 2 Karte irgendwie reinpacken? Wäre auch zu toll. Die miteinander verbinden hier. Oder kannst du die in die Wake... Nee. Kannst du erst die Level 1 Karte vielleicht reinpacken? Nee, habe ich gerade schon probiert und andersrum auch. Ich rede davon in den Navigator. Nee, da habe ich ja gerade... Achso, nee, da... Ja, hier noch da. Gibt's vielleicht mal... Channel 3 an. Da. Mach Level. Ja, da, wir müssen die Batterie... Das, nee, das lass uns mal lassen. Da. Da. Oh Mann. Tut mir leid, die Batterie ist aber gleich leer. Wir gehen unten lang. Level 1. Mann, ich habe keine Lust, dass man jetzt hier nicht weiterkommt, weil dieser blöde Pedobär den Weg da versperrt. Das ist kein Pedobär. Ja, was denn sonst? Sonst nenne ich dich auch bald Pedobär. Das ist aber völlig zu Unrecht. Warum? Ja, wie warum? Was ist das denn für eine Frage? Guck, ich kann gar nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Kann er nicht. Vielleicht sollte er sich mein... Speicher mal. Physio... Hui. Er wollte halt auch in den Raum rein. Ja, aber warum steht er... Ja, du hättest ihn doch nicht stören müssen jetzt. Ja. Guck mich nicht so an. Speicher. Theoretisch haben wir uns gerade richtig cool gerettet. Lalala, ich habe nichts gesagt, aber auch gar nichts. Aber du hast dich richtig super gerettet, ey, ne?
Aber so richtig gut. Du musst zugeben, das war gerade gar nicht so schlecht, wie wir eben entkommen sind. Ja, du hättest die Gasmaske aufsetzen müssen. Ja, das ist... Ach, Mist, oh Mist, oh Mist. Aber dann sieht man immer so durch. Wo kommt der her? Wo kommt der her? Was willst du von mir? Geh mal in die... Waren wir da nicht das jetzt auch rechts lang gegangen? Geh mal wieder zurück. Warte, jetzt das kann ich gar nicht erzählen. Er ist einfach weg gewesen, hast du gesehen? Ja, aber ich finde das doof. Egal. Da wollte ich sagen, müssen wir jetzt eigentlich lang. Ja, aber ich weiß nicht, unten sieht der Boden so vergiftet aus. Ach, das ist doch... Das ist spannend, das ist doch einfach. Ja, warum machst du jetzt die Tür zu? Das ist die Wand. Um da wieder. Hm? Das ist ein Schild. Das Fenster ist gerade kaputt gegangen. Ja? Ja. Ich hab's nicht gesehen. Ich aber. Geh nochmal zurück. Nein. Du hast starke Bedürfnisse, die Türen bei mir zu schließen, wie man es normalerweise auch gut macht. Electric Center. Ich möchte Licht anmachen. Ja, Keycard, Keycard, bitte, bitte, bitte. Ich habe sie fallen lassen. Es ging sogar. Speicher. Ich möchte Licht anmachen. Ich habe so ein Bedürfnis. Lass doch Licht an, am Rand. Ja, aber wie? Nur wenig. Ich möchte riesengroß Flutlichter auf mich strahlen haben. Das rummatscht. Ist das, das letzte Mal ist dann irgendwas Komisches auf dem Boden gewesen. Ja, das... Ey, nee. On, off. Du kannst aber schon Schalter drücken, kannst du? On! Hast ja super hinbekommen. Ich bin zu schlecht. Bin ich. Oh nee, ne, sag nicht, ich lade mal. Nein, das ist doch. Nee, ich hab nicht Lust, immer schon wieder von ganz am Anfang laut zu laden. Ja, das ist jetzt, glaube ich, anders. Es ist viel dunkler als vorher. Das kann doch nicht Sinn der, das ist doch nicht Sinn der Sache, bestimmt. Das ist bestimmt auch irgendein Fehler. Also, das ist kein Fehler, das ist bestimmt auch nur, weil man... Na, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt mit dem Spiel, dann sagt mal Bescheid. Da wird bestimmt keine Erfahrung mitgemacht haben mit dem Spiel, weil keiner so verrückt ist und sich daran traut. Mitten in der Nacht, es ist so dunkel. Also, ich kann's verstehen, ich würde es ja auch nicht machen. Ich verstehe aber auch nicht, ja, oder ich war zu langsam. Ja, weil da musste man irgendwie drücken und da musste man aber nach unten drücken. Und ich weiß nicht, ob man die Pfeiltasten nach unten drücken musste oder mit der Maus nach unten machen musste. Das ging auf jeden Fall nicht. Oh, das finde ich aber doof, dass man hier immer wieder so zurückgeht. Muss man den ganzen Weg immer nochmal neu latschen. Das Muster ist anscheinend doch nicht das Muster. Wo bin ich denn jetzt? Aber dieses Spiel finde ich noch lange nicht so erschreckend wie hier dieses, diesen letzten Teil hier, diesen SCP-087-B. Den du wie oft gespielt hast? Keinmal, aber du hast ihn einmal gespielt. Ja, also. Möchtest du wieder übernehmen hier? Nee. Kannst du gerne machen, dann. So spannend ist das jetzt. Warum drehst du dich denn weg? Das Rumlaufen, ja, ich habe mich nicht weggedreht. So, ja. Man sieht eh nichts. Also, wenn ihr nichts seht, ich sehe auch nichts. So viel zu sehen gibt's ja auch nicht. Obwohl, wenn ich mich höre, kann man den Bildschirm ein bisschen. Ach ja, natürlich. Oh. Vielleicht breche ich ihn ab, glaube ich. Hörst du, das ist plätschert hier schon wieder rum. Irgendwann pinkelt hier schon wieder hin. Vielleicht muss ja mal wer. Der arme Kerl kann da bestimmt auch nichts dafür. Ich schwitze mich hier ein. Also so warm ist das jetzt auch nicht. Gehe hier ein wie eine Prime. Du läufst übrigens gerade gegen... Hast du gerade gehört? Ja, bist du tot? Hä? Ich bin tot, Laura. Du bist tot? Thomas. Finde ich gut. Ich werde jetzt ein bisschen schneller reagieren. Ich speichere mal hier oben. An, nach unten.
Geht nicht. Kannst du mit der Maus nach unten? Nein. Kannst du mit der Maus nach unten? Nein. Was hast du denn jetzt gemacht? Einfach mit der Maus nach unten. Was ging eben gerade? Nee. Nee, komm. Komm, du Junge, du. Ja, das ist nicht witzig. Uns verfolgt hier so ein blöder Slender. Willst du mal da runtergehen, oder was? Oh, er kommt immer näher! Er kommt immer näher! Ich bitte, die Karte geht nicht! Nein! Und schon wieder zurück. Oh, was ich für eine Panik hatte. Ja, was meinst du? Tja, überleg doch mal. Du bist da drin, auf einmal kommst du nicht mehr raus, weil diese... Oh, die Welt Mann. Dreht sich. Vielleicht hat er einfach zu viel getrunken. Oh, der Mann ist ein Alkoholverkäufer. Ja, und dieser blöde Typ hat auch gar keine Ausdauer. Weißt du, er hat null Bock. Eine Null-Bock-Stimmung hat er hier. Das ist eine Null-Bock-Generation hier. Dieser bescheuerte Typ, ey. Komm, da lacht ja Bowser schlimmer. Vor dem hatte ich schon noch nie Angst. Jetzt was trinken. Auch auf die Gefallen, dass jetzt mal nach dreimal dieser Szene hier, wo nichts passiert ist, ist auf einmal irgendwas Schlimmes kommen, weil wenn, dann habe ich ein Problem. Genau, beweg mal bitte die Maus. Oh. Wir sind wieder im selben Raum. Ja, du bist lustig. Jam, 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 sind wir heute lustig. Nee, da waren wir schon. Kommen wir gleich wieder dahin. Dann müssen wir uns wieder gleich dieses doofe Gelächter anhören. Kann man hier nicht mal irgendwie die Schusswaffen haben und kann man die nicht mal verletzlich machen? Auch diesen Bären da? Dass man einfach auf den Bären schießen kann? Jetzt matscht es wieder so rum. Wo sind wir? In dem PC-Raum. Ja, wir sind... Ach, jetzt müssen wir... Ey, wir sind ja sogar ziemlich nah da dran. Ja. Ja. Speicher vielleicht mal. Das ist so spannend. Hast du die Tür aufgemacht? Ja, da stand er ja. Oder hat er die Tür aufgemacht? Ich glaube er. Er steht aber auch so am Schalter, so ganz unschuldig, weißt du? Ganz schön unschuldig, wie so ein wirklich wie so ein Teddybär. Ja. Oh, ich würde ihn am liebsten knuddeln. So. Oh. Nicht dich. Ich weiß, aber danke. Lieber diesen komischen... Ja, der ist einfach nur zutiefst missverstanden. Oh, jetzt stand er schon wieder da, dieser blöde Pedobär. Kann nichts dafür. Doch, er kann was dafür, er stellt sich ja dahin. Na, guck mal, Jack Daniel ist da und oder wer das da sein soll, ist wieder da. Der Mann mit der Melone. Du nennst ihn auch immer anders. Ja, wahrscheinlich hat er auch all diese Namen. Das ist vielleicht der Alkoholverkäufer. Ach was! Selbst wenn man schon nicht in die Richtung guckt, oder was? Guck wenigstens in die Richtung. Er kann dich durch Wände sehen. Aber so kommt man um den herum immerhin, also... Bitte. Was denn? Einfach zu, Mensch. So, jetzt kommt gleich wieder diese Stelle hier. Jetzt müssen wir wieder die Gasmaske hier aufsetzen. Speichern. Nochmal speichern. Diesmal ohne Gasmaske. Das mag ich mal geradeaus weiter, oder? Ja. Wir waren immer bisher irgendwo da lang gegangen und so. Der Raum sieht doch wieder so aus, als ob man da lang nicht gehen sollte. Achtung. Authorized Personal Only, das hört sich gut an. Na, wir sind doch Personal. Wir sind autorisiertes Personal. Karte 1 oder 2? Karte 2. Karte 3? Gott, was ist das denn jetzt? Hätten wir vielleicht doch erst da hinten hin müssen und hätten die Karte finden müssen. Vielleicht liegt die ja hier irgendwo. Ich hoffe es inständig. Cool, Karte 1 brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ist das 3? Level 2. Karte 1 brauchen wir nicht mehr.
Obwohl, da haben wir oben... Halt die mal lieber vorsichtig. Ja. Vorsichtig, vorsichtshalber. Wenn wir Karte 3 haben, dann... Wobei... Ja, obwohl, nee, das, man kann in Karte mit Sicherheitskarte 2 auch in Karte 1 Dinger rein. Ja? Ja. Hast du es ausprobiert? Nein. Ach so. Das ist so. Na gut, dann weißt du ja Bescheid. Das ist immer so. Das kann man durch Wände durch, denke ich. Aber doch nicht durch solche Wände! Ich krieg gleich einen Panikanfall hier. Jetzt kommt er da an. Ja toll, ich hab keine Lust. Nee, nicht, dass wir jetzt da schon wieder ganz von Anfang. Muss da offenbar lang. Vielleicht sollten wir erstmal eine Pause machen für heute. Vielleicht du wieder ein bisschen runterkommen. So, ich guck jetzt nochmal, aber ich guck jetzt noch einmal, ob er da ist. Hat sich da gerade was bewegt? Ist hier ein endlicher Gang oder was? Oh, ne, dieser blöde Typ! Weißt du, dieser Inventar! Ich bin im Inventar, du kannst mir nichts antun! So, jetzt ist die Tür aufgegangen. Toll, da kann ich mit der Sicherheitskarte rein. Oh nee, ne? Wie oft kommt denn das, dass man in diesem blöden Aquädukt hier ist, in diesem komischen Römergefängnis hier? Kann man da speichern? Nee, ne? Selbstverständlich. Gut, dann vielleicht sollten wir da das Spiel für dich mal beenden, damit du mal ein bisschen runterkommen kannst, okay. Ein Eis essen kannst oder... Na gut, dann... Wasser trinken kannst. Gut. Ja? Das heißt, dann machen wir hier erstmal, ziehen wir hier erstmal ein Zwischenfazit. Genau, und er spielt jetzt natürlich nochmal den SCP-B-Teil. Ach, der ist aber zu heftig. Weil er sich das natürlich ganz doll traut. Der hier geht ja noch. Ja. Gut, dann machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Weil, ja, gut. Wir sind auf jeden Fall schon ziemlich weit. Wir sind ja schon fast bei, wir sind ja schon mit der Hälfte durch. Wir können jetzt bald schon in Stufe 2 Dingens da rein. Oder sind wir ja gerade schon fast gewesen und das ist ja schon fast die Hälfte, ne? Na gut. Ja, dann... Bis zum nächsten Mal. Genau, dann gehen wir noch ins Hauptmenü rein, oder? Save and quit. Obwohl, dann beendet er bestimmt ganz, wie ich unser Glück kenne. Saven wir mal, so, und... Auf Wiedersehen. Dann auf Wiedersehen, Leute. Ciao.